Also ich bin ja zugegebenermaßen auch ein Fleischesser, ne? Also auch gerne mal eine Bratwurst oder ein schönes Steak, aber es muss nicht immer Fleisch sein, auch wenn es manchmal so aussieht. Hier in Erfurt an der DEHOGA, also an der Fachschule für Hotel- und Gaststättenwesen, da kann man nämlich lernen, wie man zum vegetarischen Koch wird und wie man vegetarische und vegane Speisen zubereitet. Und die Herrschaften, die Damen und Herren, die hier sind, die haben das jetzt 10 Wochen lang gemacht, immer montags. Und heute sollen sie mal präsentieren, was sie in dieser Zeit so gelernt haben. Wir sind sehr gespannt. Also hier dieses vegetarische Zwiebelmett, das ist schon mal lecker. Es besteht aus Reiswaffeln, Zwiebeln, Tomaten und vielen Gewürzen, die ja ohnehin elementar sind in der vegetarischen Küche, sonst schmeckt's ja nach nichts. Die Falafel hier sind übrigens auch lecker, aber warum kocht man sowas? Weil ich selber Vegetarier bin und auch Anreize für meinen Arbeitsalltag möchte und auch für mein privates Essen natürlich. Ich arbeite in einer Großküche. Wir kochen für Schulen, Kindergärten und die Anfrage mit vegetarischem Essen wird immer größer. Auch wenn die meisten Leute immer noch auf Schnitzel schwören. Aber wussten Sie, dass man die auch aus Kakteen machen kann? Kein Witz. Mike Sell probiert's aus heute. Und wie bereitet man die zu? Ja, wie bereitet man die zu? Die schneidet man ab, mariniert sie eventuell, legt sie ein. Dann werden sie gewürzt, paniert und gebraten, ganz normal. Normal ist es allerdings noch nicht, dass es überall gute vegetarische Angebote in Gaststätten, Restaurants oder Großküchen gibt, obwohl sich auch hierzulande viele Menschen auf pflanzlicher Basis ernähren wollen. Aber im Bratwurstland Thüringen ist das eben nicht so einfach. Thüringen ist das Bundesland, in dem deutschlandweit das allermeiste Fleisch gegessen wird. Und das allein war schon Grund genug, den Thüringern mal ein paar neue Angebote zu machen. Und so ist der vegetarische Koch entstanden. Der natürlich auch Desserts zubereiten kann. Schlagsahne aus Pflanzenöl oder Schokomuffins mit Banane als Eiersatz ergeben eine gute Nachspeise. Man muss halt nur wissen, wie es geht. Und das haben die Köche hier gelernt. Für mich ist halt wichtig gewesen, wie kann ich das Vegetarische hauptsächlich auch bei mir in der Küche noch mehr einsetzen. Ein paar Produkte kennenlernen war mir wichtig. Und mit einer Komposition aus Chia-Samenmus und Bratäpfel-Crossis geht's ab zum vegetarischen Buffet, das heute Abend den Lehrgangsabschluss bildet. Dazu haben sich 50 Gourmets aus Erfurt eingefunden, die im Laufe des Abends die Kochkünste der Kursteilnehmer testen sollen. Also das sieht alles sehr, sehr lecker aus und ich mops mir jetzt mal so ein Teil. Und schmeckt auch lecker und unsere vegetarischen Köche sind schon ganz gespannt, wie das Buffet bei den Gästen ankommt. Ich drücke die Daumen, alles Gute und damit zurück ins Studio.